Als Ashley Young verschwindet, ist die Sorge bei ihren Angehörigen direkt groß. Es sieht der 31-Jährigen einfach nicht ähnlich, nicht nach Hause zu kommen und sich nicht zu melden. Und tatsächlich wird es nicht lange dauern, bis ihre Familie herausfinden wird, was Ashley zugestoßen ist. Doch trotz allem wird immer ein Stück Ungewissheit bleiben. Denn Ashley Youngs Schicksal kann zwar geklärt werden, doch die junge Frau wird nie wieder ganz auftauchen. Why have you decided that you want to speak? Because I want to bring my daughter home. There are people out there that know something. I just want my baby. I want her to come home. Please. Ashley Young ist 31 Jahre alt und lebt im US-Bundesstaat Michigan. Kalamazoo ist einer der größten Städte im Südwesten von Michigan. Knapp 70.000 Personen leben dort. In der Vergangenheit hat Ashley dort in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gearbeitet. Nun orientiert sich die junge Frau noch einmal neu um. Ashley besucht ein Community College und arbeitet nebenbei im Callcenter einer Bank. Sie hat ein enges Verhältnis zu ihrer Familie, vor allem zu ihrer Mutter Christine. Eigentlich wurde Christine als junge Frau mitgeteilt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Als sie dann doch mit Ashley schwanger wird, kann sie ihr Glück nicht fassen. Sie bezeichnet ihre Tochter als ein Geschenk Gottes. Von Anfang an ist die Bindung zwischen ihr und Ashley sehr eng. Das ändert sich auch nicht, als Ashley erwachsen wird. Ashley wird als großzügiger und großherziger Mensch beschrieben. Die 31-Jährige scheint niemanden mit Vorurteilen zu begegnen. Egal welche Geschichte ein Mensch mitbringt, Ashley begegnet ihm mit Respekt und macht sich ihr eigenes Bild. Von Freunden und Familie wird die junge Frau sehr geschätzt. Am 29. November 2018 steht für Ashley ein besonderer Termin an. Sie ist mit ihrer Mutter Christine verabredet. Denn Ashley hat eine Zusage für eine neue Wohnung bekommen. Ihre Mutter Christine soll für sie bürgen und an diesem Abend wollen die beiden den Mietvertrag ausfüllen. Aber Christine Young wartet vergeblich. Ihre Tochter taucht zu dieser wichtigen Verabredung, auf die sie sich so sehr gefreut hatte, einfach nicht auf. Ashleys Mutter ist sofort misstrauisch. Sie ruft einige Freunde ihrer Tochter an, um zu schauen, ob jemand weiß, wo ihre Tochter ist. Darunter auch Jared Chance. Er ist 30 Jahre alt und ein Kumpel von Ashley. Als Christine per SMS eine Antwort von Jared erhält, kommt ihr die Nachricht sehr merkwürdig vor. Jared schreibt, er würde Ashley niemals etwas antun. Darauf würde er mit seinem Leben schwören. Eine sehr merkwürdige Nachricht auf eine doch ganz normale Frage. Daraus entsteht eine weitere Frage. Würde Jared ihr vielleicht doch etwas antun? Und weiß er vielleicht sogar, wo sie ist? Was Ashleys Mutter Christine nicht weiß, ist, dass Ashley vor dem Treffen mit ihr noch eine Verabredung hatte. Und zwar mit Jared Chance. Bevor Ashley den Mietvertrag unterschreibt, wollen sie und Jared am 29. November 2018 noch etwas trinken gehen. Im Mulligan's Pub in Grand Rapids, wo Jared lebt. Am 30. November ruft Ashleys Mutter Christine noch einmal bei Jared an. Zu diesem Zeitpunkt ist Ashley bereits einen vollen Tag lang nicht nach Hause gekommen. Christine hinterlässt Jared eine Mailbox-Nachricht und bittet um Rückmeldung. Jared antwortet abermals via SMS. Er schreibt, Ashley habe ihr Handy am Vorabend im Mulligan's Pub vergessen und sei noch einmal dorthin zurückgekehrt. Ohne ihn. Danach habe er Ashley nicht noch einmal gesehen. Er habe aber mit ihr telefoniert. Es gehe ihr gut. Jared schickt Christine sogar ein paar Handynummern, unter denen sie versuchen soll, ihre Tochter zu kontaktieren. Doch all diese Nummern gibt es nicht. Er hat ihr einfach irgendwelche Nummern geschickt. Christine bekommt mittlerweile richtig Angst.
Sie geht zur Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Danach macht sie sich auf direktem Wege zum Mulligans Pub. Sie bittet den Besitzer, ihr das Material der Überwachungskamera aus der Vornacht zu zeigen. Als der Pubbesitzer die Geschichte der besorgten Mutter hört, willigt er sofort ein und zeigt Christine die Aufnahmen. Zwar ist Ashley in einem Kamerawinkel kurz zu sehen, weitere Aufschlüsse bieten die Aufnahmen aber nicht. Die folgenden Tage verbringen Christine Young und Ashleys weitere Angehörige in großer Sorge. Am 2. Dezember 2018 ruft ein junger Mann die Polizei. Er lebt in Grand Rapids, wo Ashley Young vor 3 Tagen verschwunden ist. Er teilt sich einen Keller mit seinem Nachbarn Jared. Im Keller hat er nun einen verdächtigen, fauligen Geruch bemerkt. Bei näherem Hinsehen entdeckt er im geteilten Kellerabteil eine Plane. Und daraus läuft etwas aus, das verdächtig nach Blut aussieht. Als die Polizei eintrifft und die Plane entrollt, bietet sich den Ermittlern ein schreckliches Bild. In die Plane wurde ein weiblicher Torso eingewickelt. Als die Polizisten erfahren, dass Jared Chance der Mitbenutzer des Kellerabteils ist, stürmen sie seine Wohnung. In schwarzen Plastiksäcken und Pappkartons finden die Ermittler dort weitere Leichenteile. Jared ist nicht zu Hause. Wie sich herausstellt, besucht er seine Eltern. Dort beschlagnahmen die Ermittler eine Säge, die nach Einschätzung von Forensikern zur Zerteilung des gefundenen Leichnams verwendet wurde. Leider werdet ihr euch schon denken können, zu welcher Person die Leichenteile in Jareds Wohnung gehört haben. Die Tote ist Ashley Young. Nach Jareds Festnahme stellt die örtliche Polizei etwas Überraschendes fest. Denn Jared war schon bei der Polizei. Erst am Tag zuvor ist er freiwillig dort erschienen. Am 1. Dezember 2018 ist Jared gemeinsam mit seinem Vater zum Grand Rapids Police Department gegangen. Sein Vater selbst ist ein ehemaliger Polizist. Später sagen sowohl Jared als auch sein Vater aus, beide seien dort gewesen, um Auskunft über den Fall Ashley Young zu geben. Allerdings seien sie vom Grand Rapids Police Department weggeschickt worden, weil der Fall Ashley Young von einer anderen Polizeidirektion betreut wurde. Hi Jared. We appreciate the fact that you came in earlier, and I'm sorry you got turned away. Yeah, no, I just came in just because I ran on Facebook that the last person this person was with was me, so I was just concerned and trying to get some information about it, but my dad just recommended me to just ask for the advice of the attorney, and because I don't really know what the hell's going on, so. Seit seiner Jugend kommt Jared Chance immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Als Minderjähriger ist er in Ladendiebstähle verwickelt, verstößt gegen die Straßenverkehrsregeln und ist mehrmals im Besitz illegaler Substanzen. Einmal musste er nach einem Konsum sogar von seiner eigenen Mutter wiederbelebt werden. Freunde und Bekannte sagen, Jared sei wild und neige zu Gewaltausbrüchen. Nachdem er in Untersuchungshaft genommen wird, gelingt es der Polizei, umfangreiches Beweismaterial gegen ihn zusammenzutragen. Nicht nur wurden Leichenteile von Ashley Young in seiner Wohnung gefunden, Videoaufnahmen zeigen, dass Jared am 28. November, also einen Tag vor dem Treffen mit Ashley und am Tag der Verabredung selbst, verdächtige Einkäufe erledigt hat. Er hat mehrere schwarze Plastiksäcke, mehrere Dosen Bier und Ammoniak besorgt. Letzteres kann man unter anderem zur Beseitigung von Blutspuren benutzen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Jared Ashley in seiner Wohnung ermordet hat. In seinem Badezimmer befinden sich Rückstände von Blut und menschlichem Gewebe, ebenso in der Küche. Möglicherweise tötete Jared Ashley durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf, eventuell auch durch einen Schuss. Das kann aber nicht nachgewiesen werden, denn Ashleys Kopf wurde nie gefunden.
Dieser Teil ihres Leichnams fehlt bis heute. Als Jared Chance wegen des Mordes an Ashley angeklagt wird, ist die Medienaufmerksamkeit riesig. Denn während der Verhandlung kommen brisante weitere Informationen zum Tod von Ashley ans Tageslicht. Unter anderem tritt Jareds Bruder Conrad als Zeuge auf. Er sagt aus, er habe am 29. November 2018 noch Zeit mit Jared und Ashley verbracht. Also an dem Tag, an dem Ashley wahrscheinlich von Jared ermordet wurde. Conrad gibt an, gesehen zu haben, dass Jared eine Waffe gehabt habe. Jared habe einen Revolver gezogen und damit auf Conrad, seinen eigenen Bruder, gezielt und dann sogar den Abzug betätigt. Offenbar, als die Waffe nicht geladen war. Ashley habe Jared dann für diesen vermeintlichen Spaß zurechtgewiesen und gesagt, er solle das sofort lassen. Laut Polizeiunterlagen scheint es zwischen den Brüdern Jared und Conrad eine gewaltvolle Vergangenheit zu geben. 2016, also 2 Jahre vor Ashleys Tod, findet sich der erste Vermerk. Damals behauptet Jared, Conrad habe ihm ins Gesicht geschlagen. Conrad wiederum behauptet, Jared habe ihn zuvor mit einem Schweißbrenner bedroht. Aber nicht nur gegenüber seinem eigenen Bruder, auch gegenüber Polizeibeamten soll Jared gewalttätig geworden sein. Der Zwischenfall am Tag von Ashleys Tod ist also ein weiterer Eintrag in einer Liste von Gewalt und Drohung. Ob diese Schusswaffe, mit der Jared Conrad bedroht haben soll, eventuell eine Rolle bei Ashleys Tod spielte, konnte nie nachgewiesen werden. Das Fehlen ihres Kopfes macht das Feststellen der Todesursache und des genauen Tathergangs unmöglich. Mit der Aussage, die Conrad tätigt, belastet er nicht nur seinen Bruder Jared Chance, sondern auch sich selbst und vor allem seine Eltern James und Barbara. Conrad gibt an, er, James und Barbara hätten Jared am 1. Dezember 2018 in seiner Wohnung besucht. Also 2 Tage nachdem Ashley verschwunden ist und am Tag vor dem Leichenfund. Conrad erzählt, die 4 seien zusammen zu einem Supermarkt gefahren und hätten ein Alkoholfachgeschäft besucht. Die beiden Brüder hätten gemeinsame Zeit im Elternhaus verbracht, dann seien alle 4 zurück nach Grand Rapids zu Jareds Wohnung gefahren. Conrad gibt von sich aus zwar nicht viele Details heraus, aber die Antworten auf die Fragen des Gerichts zeigen eindeutig, wie sehr er und vor allem James und Barbara Chance in den Mord an Ashley eingeweiht sein mussten. Do you know whether Ashley is alive or dead? Yes, I knew that she was dead. Conrads Aussage bedeutet, er wusste, dass Ashley Young in der Wohnung seines Bruders gestorben ist. Ebenso wie Jared und seine Eltern. Der Unterschied ist, dass Barbara und James Chance sich vor Gericht nicht dazu äußern. Nach der Aussage von Conrad werden separate Prozesse gegen James und Barbara Chance wegen der Hilfe bei der Beseitigung eines Leichnams anberaumt. Dem Haupttäter Jared Chance bietet die Staatsanwaltschaft unterdessen einen Deal an. Wenn er den Mord an Ashley gestehen und den Verbleib der übrigen Leichenteile erklären würde, würde sich seine Haftstrafe auf 31 Jahre reduzieren. Doch Jared Chance schlägt den Deal aus. Er weigert sich, weitere Informationen über den Mord an Ashley herauszugeben. Deswegen wird Jared zu einer Gefängnisstrafe von 200 Jahren verurteilt. Einen Bewährungsantrag wird er nicht stellen dürfen, bis er 130 Jahre alt wird. Mit anderen Worten, niemals. Als der Richter das Urteil verliest, bricht der Gerichtssaal in Applaus und Jubel aus. Nach dem Urteil gewährt der Richter der Mutter von Ashley eine seltene Möglichkeit. Sie darf persönliche Worte an den Mörder ihrer Tochter richten, der gezwungen ist, Christine Young dabei direkt gegenüberzustehen. Why? Why did you do this? What did she do to you that was so terrible? That you chose to murder her. You had no right to take her life. No right whatsoever. Christine redet sich 10 Minuten lang den Schmerz von der Seele, den Jared Chance durch den Mord an Ashley verursacht hat. Sie bringt zu dieser Gegenüberstellung auch die Box mit, in der sich die Asche ihrer Tochter befindet. I want to rip you limb from limb. And discard you like trash.
like what you did to Ashley. Christine berichtet während ihres Plädoyers, wie sehr es sie zerreißt, von ihrer Tochter nur noch Erinnerungen zu haben. Sie erzählt, sie würde immer wieder alte Videos und Sprachnachrichten von Ashley abspielen, um ihre Stimme hören zu können. This is what's left of my daughter. If I want a hug, I have to hug a box and close my eyes. And pretend that she is hugging me back. Während Jared trotz seines Verbrechens und der Haft noch seine Familie und seine Freunde bleiben würden, habe sie nun gar nichts mehr. Ashleys Kopf, ihre Hände und ihre Füße fehlen bis heute. Diese Teile ihres Körpers sind nie wieder aufgetaucht. Und auch nach seiner Verurteilung weigert sich Jared Chance, eine Auskunft darüber zu geben. She just wants to bring the rest of her baby home. There are pieces of her that are missing. Where is she? Her daughter is gone. Can you just give her some kind of peace and just tell her where she is? I'd love to give her some kind of peace. I really would. But I don't know what to do here. Nach den Aussagen von Conrad Chance im Prozess gegen Jared sind die Eltern Barbara und James schwer belastet. Beide wurden schon kurz nach Jareds Festnahme befragt. Damals gaben sie an, nicht gewusst zu haben, dass ihr Sohn Ashley getötet und dann zerstückelt haben. Die Ermittler gehen heute davon aus, dass das eine glatte Lüge war. Sie vermuten, dass James und Barbara Jared ganz bewusst geholfen haben, Beweise für den Mord zu unterschlagen. Jareds Vater als ehemaliger Polizeibeamter habe eine Vorstellung davon gehabt, wie die Ermittlungen ablaufen würden. Es steht die These im Raum, er sei mit Jared zur Polizeistation gefahren, um vorsorglich einen guten Eindruck zu machen. Dass die beiden dann im Grand Rapids Police Department abgewiesen wurden, weil der Fall bei einem anderen Dezernat lag, habe Jared und seinen Eltern nur zusätzlich in die Karten gespielt. Schließlich werden auch die Eltern von Jared Chance zu Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen ihrer Beihilfe bei der Beseitigung von Ashleys Leiche bekommt James Chance eine Haftstrafe von einem Monat und danach ein Jahr Hausarrest. Barbara Chance muss 45 Tage in Haft. Über dieses milde Urteil zeigen sich die Angehörigen von Ashley Young schockiert. Help or you know of something that happened, a crime, and you don't do anything about it? You're just as guilty as Jared. Just as guilty as the person who committed it. But that wasn't served today. Bis heute hat die Familie von Ashley Young keine vollständige Gewissheit darüber, was ihrer Tochter genau zugestoßen ist. Fest steht nur, dass Jared sie ermordet hat, ohne ein offensichtliches Motiv, auf eine grausame Art und Weise und ohne einen Funken Respekt vor Ashleys Hinterbliebenen. Jared Chance wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Und weigert sich trotzdem, Ashleys Familie die Antworten zu geben, die sie so dringend braucht. Mittlerweile schweigt Jared seit mehr als 5 Jahren zum Verbleib von Ashleys weiteren Überresten. Auch seine Eltern James und Barbara haben sich dazu nie geäußert. Sollte es irgendwann doch neue Erkenntnisse geben, werde ich euch das natürlich berichten. Und zwar auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Ich wünsche es der Familie von Ashley Young von Herzen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was sagt ihr zu dem Fall? Findet ihr die Strafen für die Eltern von Jared gerecht? Oder sollten sie eigentlich für die Beihilfe am Mord noch länger im Gefängnis sitzen? Gerade weil es ja schon akribisch geplant war. Ansonsten hinterlasst auch gerne ein Like, Abo und aktiviert die Glocke. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich danke euch für die ganze Unterstützung, fürs Zusehen. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao, Leute.